Die Geheimnisse des Aldi-Erfolgs. Klang schon interessant, aber ich habe keinen Anfrage, keinen Platz, um dieses Buch mitzunehmen. Wir sind auf der Jagd. Nach Menki natürlich, was auch sonst. 100er Menki, wir geben noch nicht auf. Und ich denke, heute schaffen wir endlich die Spezialforschung. Denn ich muss nur noch Sierra und Arlo besiegen. Cliff habe ich am Freitag besiegt und als Belohnung gab es Shiny Crypto Mauzi. Gönnt euch das Video. Ja, und heute müssen wir die zwei besiegen. Ansonsten Geschenke sammeln und Arenen machen. Abgesehen davon ist es halt extrem kalt. Und Motivation ist nicht besonders hoch. Aber egal. Und los geht's, schauen wir mal. Als erstes kommt Sneeble. Das Sneeble haut schon rein. Das muss aber doppelt schwach sein. Eis und Unlicht. Ein Schild schon mal weg. Ich sehe immer noch viele Beiträge, Kommentare und so, dass die zu schwer sind. Vor allem für Leute nicht Level 40, unter Level 40. Boah, Hypno. Ernsthaft? Wir müssen mal schnell wechseln. Weil das wird eh geblockt. Genau. So. Das ist ein gutes Matchup für uns. Kann man auch schnell Spuko laden und abschicken. Einmal wird es eh geblockt. Kein Problem. Und jetzt 1 gegen 1. Der direkte Kampf. Sieht aber nicht so gut aus für uns. Jetzt haben wir keine Schilder mehr für den dritten. Gefällt mir schon mal nicht. Donnerschlag. Und bam, weg mit dir. Oha, er hat's überlebt. Aber dann können wir noch einmal Spukball aufladen. So. Was jetzt auch immer rauskommt, Spukball drauf. Hoffentlich kein Despotar. Oder der, weil das Unlicht und wir sind Geist. Das ist nicht so toll. Aber wir haben noch alle drei gegen den. Können wir schon wechseln? Wir können wechseln. Und wir haben noch Kampf über, was natürlich auch gut ist, weil Unlicht. Kampf gegen Unlicht. Jetzt Fee gegen Unlicht. Haben wir ein gutes Team ausgewählt. Problem ist, wir können nicht schilden und wir sind tot. Also Gardevoir war unnötig. Hätte vielleicht Macho mal reinschicken sollen. Aber egal, Wuchtschlag ist aufgeladen und das heißt Sieg für uns. Jetzt hoffe ich, dass alles aufgenommen hat, denn ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir hoffen auf einen Shiny Sneeble. Und danach nochmal alle 6 sammeln und Arlo besiegen, der von vielen als der schwierigste bezeichnet wird. So, gib uns ein Shiny Sneeble. Aber vielleicht eine 100er, auch wenn es mich nicht wirklich juckt. Können wir gleich mal abchecken. Und das ist ein schlechter. Aber nur noch Alu. Sollte machbar sein. Hoffe ich mal. Weil wir haben uns echt schon eine Menge Zeit gelassen. Schreibt unten in die Kommentare, wie weit ihr schon seid. Habt ihr schon einen Krypto-Arktos? Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Ich pack's weiter. Zwischendrin einfach mal noch ein Shiny Bronze gefangen. Aus der Quest. Ist schon mal ein zweites. Kann man machen. Ist nicht das, was ich jage, aber nehme ich gerne mit. Kann man bestimmt noch irgendwo gut vertauschen. 239 ist aber leider nicht so toll. Ihr wisst Bescheid, Leute. Menki Time! Ich bin nicht zuversichtlich. Die sind nicht mal annähernd. 499 ist ein 100er. Ich habe gerade mal Cargo Rate gemacht.
checken wir mal die IV. Brauche ich noch 100 und, oh, schade. Agenda-Punkte natürlich. Aber hat sich nicht gelohnt. Wir holen wieder zwei Mankey ab. Und da vorne dann nochmal zwei und dann wieder zurück nochmal zwei und nochmal zwei und. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Motivation echt nicht so hoch gerade. Vor allem, wenn die Mankey so schlecht sind. Oh Mann. Und direkt nochmal zwei. Komm. Komm, komm, komm. Es will nicht werden, nein. Und nochmal zwei. Weihnachtsmarkt baut langsam auf. 94, nach Ewigkeit mal wieder einer im 90er Bereich. Aber das ist natürlich nicht gut genug. Immer noch nicht. Und wir haben wieder zwei. Ich glaube, ich hole noch zwei und das war's dann für heute. Und unterwegs noch Alu irgendwo. Also ich habe den Radar wieder aktiviert, aber habe bisher kein Alu gesehen. Nur Sierra. Tut mir leid, Sierra. Nee, leider nicht. Also noch zwei Mankey Quest und vielleicht ein Alu. Aber Giovanni wird heute leider nichts mehr. Ich habe auf dem Heimweg in der Tram Alu entdeckt. Der wird jetzt herausgefordert. Der schwierigste Gegner. Ich habe ihn seit Tag 1 nicht mehr gemacht. Aber am ersten Tag habe ich ihn eigentlich mit einem Versuch fertig gemacht. Also war damals kein Problem. Aber ich muss sagen, das Sichlo war damals nicht so krass. Weil dieses Sichlo ist abnormal. Und am ersten Abend war dieses Sichlo nicht so abnormal. Schaut mal dieses Sichlo euch an. Was ist das? Das Sichlo ist ja krank. Alter, was geht mit diesem Sichlo ab, Mann? Krankes Sichlo, Alter. Alter, ich hab schon beide Schilder verbraucht. Und ein Pokémon verloren. Was ist los mit Sichlo, Alter? Was ist das? Gyarados, willst du mich verarschen? Ich habe nichts gegen Gyarados dabei. Wir können nicht rausgehen, weil der ist nicht da, der Stopp. Also ich muss mich erstmal besiegen lassen. Ey, was nehmen wir gegen Sichlo, Mann? Wir können zweimal Elektro nehmen. Weil Gyarados ist auch schwach gegen Elektro. Also sehr schwach sogar. Und dann, ja. Doppel-Raikou und dann weiß ich nicht, was er als letztes hat. Er hat, glaube ich, Sherrox, Glurak und noch irgendwas. Dragon. Deswegen hatte ich alles dabei. Revanche. Wir müssen uns keine Mühe geben, er wehrt das eh ab, aber egal. Ich will nur das Farbwerk sehen. Erster Schild. Zweiter Schild. Von ihm, ein Schild von uns. Sieht schon mal besser aus. Zumindest ein Ticken. Kommt auf das dritte Pokémon an. Alter. Das ist nicht schlecht. Das hat schon eine Menge abgezogen. Der müsste eigentlich auch weg sein. Nicht ganz. Wir wechseln mal schnell. Ich habe einen Geowatz dabei für Dragonan. Glurak. Und Glurak. Und das ist gut. Das ist doch der Sieg. Da ist der Sieg in der Tasche. Easy. Sogar ohne Tote. Aber das Sichlo war echt abnormal, Mann.
Was geht mit dem Sichel, Alter? Nice. Haben wir es endlich geschafft. Vielleicht haben wir Glück und genau an unserem Pumpstop ist Giovanni. Wenn nicht, dann müssen wir Giovanni echt morgen machen. Alter, wie sich das zieht, Mann. So. Und kein shiny Sichler. IV-Check. Schlecht. Aber endlich. Endlich. Uhu. So, abgeschlossen. Super Rocket Radar. Und ich habe gehört, es gibt Kopien von Giovanni, Fakes. Und an sich ist es eigentlich ziemlich schlau, Giovanni nicht direkt zu machen, sondern die Fakes herauszufordern. Muss ich mal schauen, wie das so abläuft. Aber nur noch eine Aufgabe, dann können wir uns endlich Crypto Arctis holen. Und Mankey Check für euch noch. 4,99. Nein. Boah, muss das sein. 4,99. Nein. Und das letzte ist kein Mankey. Gehen wir. Yo, was geht ab, Leute? Es ist der nächste Morgen, der nächste Tag. Als ich nach Hause gekommen bin gestern, vor dem Livestream, an meinen Homestop, dreimal könnt ihr raten, was dort war. Genau, Giovanni. Den haben wir im Livestream dann gemacht. Packe ich aber ins Video für morgen. Seht ihr dann morgen. Oder ihr folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Wobei, auf Twitter habe ich es nicht gepostet. Aber, ja, machen wir es nicht spannend. Es ist nichts Gutes geworden. Was auch sonst. Das ist irgendein schlechtes Krypto und erlösen ist es nicht wert. 20.000 Sternstaub und 20 Bonbons. Das hat dann, nachdem ich es erlöst habe, ist es dann immer noch schlechter als das Schlechteste, was aus einem Raid kommen kann. Also die Mühe hat sich nicht wirklich gelohnt. Mankeys müssen weitergejagt werden und ansonsten, ja, mache ich halt jetzt die Sierras und Alos für Shiny Crypto Snibble und Shiny Crypto Sichler, genau. Ich muss sagen, das Sichler von Alo haut echt rein. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie weit ihr mit der Spezialforschung seid. Vor allem vergesst nicht, die kommt jetzt jeden Monat. Ob die Aufgaben dann jeden Monat gleich sind, wissen wir noch nicht. Aber ich habe mir schon mal ein paar Pokémon aufgehoben, ein paar Krypto-Pokémon, die nur 1000 Staub brauchen, um erlöst zu werden. Damit ich dann direkt wieder die 15 habe, weil ich habe mir ja echt übelst viel Zeit gelassen. Ich wollte einfach keinen erlösen, der mehr als 1000 kostet. Und das hat halt echt eine Weile gedauert, bis ich die dann zusammengekratzt und gefunden habe, weil irgendwie kam dann echt keine mehr. Normal kommt immer zu Bord, Radfalls und so. Und dann, wenn man sie braucht, kam halt nie welche. Deswegen spare ich jetzt schon mal an, nicht erlösen. Erst wenn die Spezialforschung wieder da ist. Mein Tipp an euch. Ah, ansonsten habe ich es echt entspannt angelassen und hat er auch echt keine Eile. Wie gesagt, das Arctis ist schlecht geworden, also naja, schauen wir mal, was nächstes Mal kommt. Ob es nochmal Arctis ist, wie oft die Ideen rotieren werden, ob es dann Zapdos ist oder nicht, wir werden es sehen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.